Neue Räumlichkeiten, neue Eindrücke und neue Künstler erwarten Sie in der Die Galerie Dresden. Worte sagen, es waren ja einige von Ihnen vor 2 Jahren schon dabei, als wir zum ersten Mal eine Galerie eröffnet haben, am Goldenen Reiter. Die war etwas größer gewesen, aber sie lag leider in der Ecke, wo nie jemand vorbeikam. Also insofern haben wir dann nach etwa einem Jahr gesagt, das geht nicht. Dann haben wir uns eine gewisse Pause gegönnt und dann wurden diese Räumlichkeiten frei, in denen vorher auch eine Galerie war. Wir haben jetzt im sogenannten Barockviertel 15 Galerien. Ziel bleibt weiterhin preiswerte Kunst, für auch insbesondere für jüngere Leute. Und ich bin wirklich froh, dass wir hier zum Einstieg eine Künstlerin gefunden haben, die sowohl Grafiken macht, relativ preiswert bis hin zu Acryl, aber auch die sind erschwinglich. Und die Tina Kraus hat gesagt, soll nicht so viel über sie erzählen. Ja? Und ja, dann erzähle ich nicht alles. Sie ist also in Marienburg geboren und hat studiert Lehramt und hat auch ein Staatsexamen gemacht, hat verschiedene Praktika gemacht, Workshops und so weiter und ist jetzt seit allerneuestem an der TU Dresden zuständig für die Lehrerausbildung.